Hi, hallo und herzlich willkommen aus der Lobby des HFD University Future Festivals 2021. Bei mir in der Lobby, da wird das heute ablaufen wie nach jedem guten Champions League-Spiel. Hier werden sich die hochkarätigen Gäste die Klinke in die Hand geben. Wobei mit einer Ausnahme, und das ist meine erste Gesprächspartnerin, nämlich Dr. Jannika Budde. Jannika ist heute nicht hier. Sie muss nämlich, wie ich gehört habe, einen IKEA-Schrank in Empfang nehmen heute noch. Jannika ist von Hause aus Germanistin. Sie hat im Informationsmanagement gearbeitet und im Innovationsmanagement und ist seit 2018, glaube ich, bei der CHE und dort unter anderem in der Peer-to-Peer-Beratung tätig. Jannika, hi, ich freue mich, dass du da bist. Erzähl uns ein bisschen was über die Peer-to-Peer-Beratung. Was ist das? Ja, hallo Malte und auch viele Grüße dann aus Paderborn. Die Peer-to-Peer-Beratung ist, vielleicht sage ich erstmal, was sie nicht ist. Sie ist eben kein Audit. Also wir sagen nachher nicht, dass es gute Digitalisierung oder schlechte Digitalisierung oder geben irgendwie so einen Stempel, digitale Hochschule, sondern wir möchten die Hochschulen ein Stückchen ihres Weges in Richtung Digitalisierung, Digitalisierungsstrategie, wie auch immer das dann aussieht, begleiten und sehen uns wirklich als die Peer-to-Peer-Beratung quasi als Entwicklungsinstrument eben für Hochschulen, die eben eine Digitalisierungsstrategie, eine Strategie für digitale Lehre und Lernen, für das Lehren und Lernen in der digitalen Welt, wie auch immer, sich geben möchten, gemeinsam mit ihren verschiedenen Statusgruppen das diskutieren möchten und sich eben einen Input von außen wünschen, von Gleichgesinnten. Und ja, und das versuchen wir als HFD entsprechend möglich zu machen. Jannika, also eines der wesentlichen Ziele der Peer-to-Peer-Beratung, die hat eine ganze Menge Ziele, vor allem die Digitalisierung an Hochschulen besser zu machen und Hochschulen besser strategisch zu positionieren bei dem, was jetzt auch, glaube ich, gerade nach der Pandemie noch so alles auf uns zukommt in Sachen Digitalität. Also digitalisiert sind wir wahrscheinlich, aber so im Digitalen dann doch zu arbeiten und zu leben, wird dann vielleicht eine Herausforderung. Und da die Hochschulen besser aufzustellen, das ist genau euer Ziel. Die Frage, die sich mir immer stellt, ist, dass ihr einer eurer ganz wesentlichen Ansprüche ist, alle Statusgruppen mitzunehmen. Das heißt, nicht nur die Hochschulleitungen anzusprechen oder die Leitungen der E-Teaching- oder E-Learning-Zentren, sondern wirklich die Hochschule als Ganzes mitzunehmen. Das bedeutet natürlich immer auch, alle Statusgruppen einzubinden. Gelingt euch das und wie gelingt euch das? Genau, also die Hochschulleitung ist schon der zentrale Akteur. Das sind ja die sozusagen die Entscheidungen treffen, die sich auch bewerben sollen für die Peer-to-Peer-Beratung, die dabei sein sollen. Aber das geht natürlich nicht, wenn Lehrende, Studierende, auch die Fakultäten, Fachbereiche nicht eingebunden sind. Und so eine Peer-to-Peer-Beratung, also der Kern ist sozusagen wenn wir mal wieder das vor Ort machen können, ein zweitägiger Beratungsbesuch, wo wir eben mit der ganzen Hochschule, sozusagen mit allen Statusgruppen in Gespräch kommen wollen, die zu Workshops animieren wollen. Das geht natürlich eben nur, wenn ausreichend Personen von allen möglichen Statusgruppen dabei sind. Und ich hab selbst mal an einer Peer-to-Peer-Beratung als Peer teilgenommen. Ich fand das absolut faszinierend, dass da tatsächlich Hochschulleitungen, Studierende, Lehrende aus den Fakultäten, Dekaninnen und Dekane saßen gemeinsam am Tisch und haben die Köpfe rauchen lassen, um die Hochschule ein Stück weit nach vorne zu bringen. Ich hatte den Eindruck, da gab es relativ wenig Berührungsängste. Entspricht das deiner Erfahrung? Ja, auf jeden Fall. Also das ist immer so, man denkt, oh, die armen Studierenden, trauen die sich überhaupt sozusagen mit den Dekanen oder mit der Hochschulleitung zu sprechen? Und selbst wenn am Anfang vielleicht noch so ein bisschen zögerlich ist, dass gefühlt nach einer halben Stunde ist das vorbei und alle reden sozusagen auf Augenhöhe miteinander. Studierende können ihre Sorgen sozusagen oder ihre Wünsche auch teilen. Auch gerade Studiendekanen und Dekaninnen sind auch häufig so ein bisschen manchmal noch nicht ganz mitgenommen oder fühlen sich noch nicht ganz so mitgenommen. Da haben wir extra auch gesagt, okay, für diese besonderen Statusgruppen, Lehrende, Studierende und auch die Studiendekaninnen oder Dekanen machen wir einfach Gesprächsrunden, wo wir die einladen, auch ohne die Hochschulleitung, dass wir als Hochschulforum und auch die Peers die erstmal kennenlernen können, die sich vielleicht auch so ein bisschen warm reden können und dann kommen die sozusagen in den Workshops nochmal zusammen und dann, ja, es hat bisher immer gut funktioniert, dass da auch, wie gesagt, Lehrende mit Studierenden und verschiedene Ebenen wirklich gut miteinander gesprochen haben. Das ist immer faszinierend auch.
Du hast gerade die Peers angesprochen. Das sind ja Kolleginnen und Kollegen von anderen Hochschulen. Das können Lehrende sein, das können aber auch Mitglieder der Hochschulleitung anderer Hochschulen sein. Also wenn ich mir jetzt mal so vorstelle, ich bin ein Unternehmen und möchte einen Strategieprozess in meinem Unternehmen anstoßen, dann würde ich in aller Regel als Unternehmen erstmal eine Unternehmensberatung anrufen. Und die Peer-to-Peer-Beratung geht ja einen gänzlich anderen Weg. Die holen sich keine externen Experten im Sinne von Angehörigen, die nicht zum Hochschulsystem gehören, ins Haus, sondern die holen sich Kolleginnen und Kollegen von anderen Hochschulen ins Haus. Wie hoch sind denn da die Berührungsängste, sich da Menschen von anderen Hochschulen, die ja auf demselben Feld konkurrieren, auch um Studierende, um Fördergelder, um Forschungsgelder, ins Haus zu holen und vor denen blank zu ziehen? Also das ist ja das Hauptkonzept unseres Programms, dass wir eben mit 3 oder 4 Experten, Expertinnen von außen, von anderen Hochschulen kommen. Und da sich viele Hochschulen bisher für unser Programm beworben haben, scheint es ja erstmal das Prinzip erstmal angenommen zu werden. Auch dieser Wunsch, sich einen Blick von außen zu holen durch das Programm, steht, glaube ich, gefühlt in jeder Interessensbekundung in irgendeiner Form. Also das ist auf jeden Fall schon mal der Kern und auch der Wunsch der Hochschulen, das Kern des Programms und der Wunsch der Hochschulen, wir wollen irgendwie diesen Blick von außen. Und das Thema Vertraulichkeit und Offenheit sind auch wirklich sind Kernelemente. Also ohne geht es halt nicht, das sagen wir den Peers oder auch den Hochschulen. Ihr braucht keine Sorge zu haben. Wir als HFD geben nichts weiter. Auch die Peers sind der Vertraulichkeit unterworfen. Aber dafür möchten wir einfach auch von euch Offenheit, ein ehrliches Bild, nichts Geschöntes. Auch das braucht manchmal ein bisschen Anlauf. Da muss man vielleicht nochmal andere, also vielleicht nicht unbedingt die direkten AnsprechpartnerInnen, die sich beworben haben, aber vielleicht nochmal Personen aus Projektgruppen, die auch den Selbstbericht zum Beispiel mit, einen Selbstbericht, Selbstreflexion mit bearbeiten. Die muss man manchmal nochmal ein bisschen überzeugen oder denen auch versichern. Hier, das sind unsere Agreements mit Peers, das kommt nichts nach außen. Bitte seid so offen wie ehrlich. Und man muss natürlich auch immer wieder ein bisschen nachbohren, weil auch so ein Selbstbericht, so eine erste Selbstreflexion natürlich auch ein bisschen abgestimmt werden muss mit verschiedenen Stellen. Das heißt, manchmal fehlen vielleicht auch Dinge. Aber spätestens dann, wenn die Peers darauf gucken, Fragen haben, man so ein bisschen nachbohrt und dann gerade dann, wenn auch alle vor Ort sind, sich irgendwie getroffen haben, sich kennenlernen, dann, ich glaube, dann fallen auch so die letzten Sorgen und Hüllen und es wird wirklich auch manchmal in Zweiergesprächen dann auch sehr offen über Dinge an der Hochschule besprochen und irgendwie ist dann in dieser Konkurrenzsituation, wenn man vielleicht gerade mit der Hochschulleitung der Hochschule, die vielleicht ein ähnliches Profil hat, gar nicht so wichtig. Ein wichtiger Punkt, glaube ich, ist auch, dass wir jetzt nicht mit irgendwelchen Peers kommen, sondern das auch immer mit der Hochschule abstimmen. Das heißt, wenn da jetzt wirklich eine enge Konkurrenz wäre oder so, könnte auch eine Hochschule sagen, nee, das geht aus den und den Gründen nicht. Dann können wir auch mit dieser Person nicht kommen, auch egal, wenn sie jetzt inhaltlich passt. Sondern da ist wirklich zu gucken, dass wir gemeinsam mit der Hochschule abstimmen, welche Peers denn auch aus solchen Konstellationen wirklich funktionieren. Du hast gerade schon den etwas mühevollen Prozess erwähnt. Also da gibt es ja Reibung und man muss sich erstmal finden. Und also wir kennen ja alle die Hochschulen so ein bisschen auch als spezielle Systeme. Wir sind manchmal nicht so schnell. Manche Hochschulen sind eher agil unterwegs. Bei anderen dauert es doch etwas länger, bis sich auch dann strategische Prozesse erstmal bilden, finden und dann auch tatsächlich Eingang in die Entwicklung der Hochschule finden. Mal Hand aufs Herz, wenn du so die Beratungen aus den letzten Jahren Revue passieren lässt. Schreibt die Peer-to-Peer-Beratung Erfolgsgeschichten? Ich glaube ja. Also unser Problem ist, wir können nach der Peer-to-Peer-Beratung nicht mehr so richtig reingucken. Okay. Wir haben natürlich irgendwie Kontakt. Viele der Initiatoren der Peer-to-Peer-Beratung, Hochschulleitungen, Leitungen von Einrichtungen sind inzwischen auch selber Peers geworden, sind selber beratend tätig geworden bei uns. Es fehlt aber manchmal noch so ein bisschen der Dreh oder der systematische Blick sozusagen in die Hochschulen, vielleicht nach 1 oder 2 Jahren Peer-to-Peer-Beratung. Da baut jetzt eine Kollegin von mir, die Josephine Sames, auch aus dem CAE, ein Uni-Programm für die Peer-to-Peer-Beratung auf, um genau das nochmal besser abzusuchen. Die Hochschulen, was haben die Hochschulen, ich sag mal, wirklich aus der Peer-to-Peer-Beratung mitgenommen? Aber wir hören natürlich auch immer wieder von den Hochschulen, dass sie sagen, okay, wir haben jetzt endlich unsere Servicestrukturen umgestellt, so wie das jetzt die Peers uns empfohlen haben. Wir haben jetzt endlich eine Strategie fertig geschrieben. Also das hört man immer wieder. Wir haben auch einige Hochschulen, die sozusagen das Prinzip, also ein neues, ein Kern, der sich so ein bisschen, ein Element,
was sich in den letzten Jahren gebildet hat, ist auch der Student oder die studentische Peer-Expertin, die wir mitbringen. Und da ist so ein bisschen auch die Idee von einigen Hochschulen entstanden. Wir möchten ja sowas wie Student Digital Officers haben, also Studenten, Studentinnen, die ja, eine besondere Funktion haben im Entscheidungsprozess, die diesen Partizipationsgedanken fördern und sagen so ein bisschen Scharnier zwischen Hochschulleitung und Studierendenschaft sind. Also es gibt da ganz viele einzelne Dinge, aber wir wollen das natürlich systematischer jetzt noch in den nächsten Jahren begleiten. Das heißt, das ist für euch ein klares Desiderat, auch zu schauen, also so aus der Forschung oder aus der Lehrveranstaltung, so Evaluation, da kennt man das ja so, diese Post-Hoc-Befragungen, die dann so ein bisschen ein halbes Jahr oder ein Jahr später stattfinden. Das wäre für euch ein Modell zu sagen, wir wollen nicht nur den Prozess begleiten, sondern wir wollen auch eigentlich nach einer Zeit von x Monaten oder x Semestern gerne nochmal mit den Hochschulen sprechen und uns anschauen, was ist eigentlich implementiert worden, wo konnten wir einwirken und wo auch nicht. Ist das etwas, was ihr in Zukunft ausbauen werdet? Genau das und auch dieser Peer-Gedanke, auch dass die Hochschulen tauschen sich schon innerhalb der Jahrgänge aus, weil wir da auch Format dazu haben, aber auch über die Jahrgänge hinweg sich auch auszutauschen und auch wieder voneinander zu lernen. Und entsprechend auch dann sich weiterzuentwickeln und auch zu gucken, wo hat es vielleicht geknarrt und wo können wir da weiterarbeiten. Genau, das einerseits, wie gesagt, den Austausch, aber natürlich auch, dass wir lernen, wo sind wir. Du hast eine Menge Beratungen mitgekriegt und auch persönlich begleitet. Gibt es ein Highlight, was du hast? Tatsächlich nicht das Highlight. Also ich habe immer das Gefühl, jede Beratung hat ihr Highlight. Ich muss sagen, natürlich sind die wir vor Ort durchführen konnten, immer die ein bisschen mehr im Gedächtnis bleiben, weil man mehr, dadurch, dass man vor Ort ist, wie sieht die Hochschule aus, was sind das für Räume etc., dass man so ein bisschen mehr diesen Spirit mitbekommt, aber natürlich auch die jetzt digitalen Peer-to-Peer-Beratungen waren genauso. Also ja, da ist jede, irgendwie sind alle sehr ähnlich, teilweise ähnliche Dinge, die besprochen werden, aber dann sind sie doch wieder so unterschiedlich und so individuell, dass ich das gar nicht sagen kann, das war jetzt die spannendste oder die interessanteste Peer-to-Peer-Beratung, sondern also ich habe da Beratungen im Kopf, wo wir dachten, okay, es kommen vielleicht so 40, 50 Leute zu so einem Workshop und plötzlich war dieser ganze Raum voll mit 80, 90 Leuten. Wir hatten eine Hochschule, die hat uns bekocht. Anstelle eines Abendessen irgendwo im Restaurant waren wir dann lecker veganes Essen bekommen, das selbst gekocht war. Wir haben dann auch sowas wie eine Kunsthochschule Berlin, mal die Werkstätten sich anzuschauen, wo dann die Künstler und Künstlerinnen wirklich was schaffen. Oder auch an der Hochschule für Gesundheit, wo die wirklich so ganz Krankenhaus gefühlt nachgebaut haben. Also jede Hochschule hat was Besonderes und das macht dann auch die Beratung aus. Das unterstreicht so ein bisschen, glaube ich, die Tatsache, dass die Peer-to-Peer-Beratung aus meiner Sicht zumindest ein Erfolgsmodell ist. Das sieht man auch daran, dass ihr eigentlich in euren Calls jedes Jahr überbucht seid. Also ihr braucht eine Jury, um die Hochschulen auszuwählen, weil ihr sonst einfach zu viele Bewerbungen hättet und man die gar nicht so einfach bedienen könnte. Das zeigt ja den enormen Bedarf. So, ist es aber so, wenn wir irgendwann mal alle so einmal durchberaten haben, dann hört das auf? Oder ist das einfach ein kontinuierlicher Prozess? Und braucht es für diesen Prozess dann möglicherweise auch Werkzeuge, um den dauerhaft am Laufen zu halten, um die Hochschulen dauerhaft einbinden zu können? Darüber machen wir uns Gedanken, wenn sich keiner mehr bewirbt, weil wir alle durch haben. Nein, wir sind gerade noch genau in diesem Prozess zu gucken. Also erstmal natürlich wirklich in den nächsten, viereinhalb Jahren noch Hochschulen zu begleiten. Ich glaube, da sind auch noch genug da. Wir können auch nur sechs bis acht Hochschulen in einer Peer-to-Peer-Beratung begleiten. Was wir jetzt gerade aufgebaut haben, ist ein zweites Peer-to-Peer-Programm für die Fachbereiche, wo wir dann auch nochmal tiefergehend, aber eben exemplarisch nur noch gucken können, was machen die Fachbereiche und wie können wir ganze Fächer begleiten und auch nochmal gucken, was gibt es für andere Programme. Also wir haben jetzt auch eben das HFD-Lead-Programm, hat meine Kollegin Anne Prill aufgebaut, wo eben eher der Austausch zwischen einzelnen Akteuren von Hochschulen ist, also nicht der ganze institutionelle, sondern wirklich eine einzelne Person, die als Tandem zusammenkommen. Also versuchen einfach erstmal unser Angebot breiter aufzustellen, dann auch natürlich immer zu horchen, was brauchen die Hochschulen, auch genau diese Frage, eine Hochschule, die vielleicht vor drei Jahren, vier Jahren bei uns in der Peer-to-Peer-Beratung ist, die jetzt vielleicht ein ganz anderes Präsidium hat, braucht die nochmal eine Beratung? Wir wissen es nicht, aber wir halten die Augen offen und freuen uns natürlich auch mal um Input, Ideen und Weiterentwicklungsmöglichkeiten.
Perfekt, Jannika. Ich danke dir. Wenn es jetzt dort draußen Hochschulleitungen oder Angehörige einer Hochschule gibt, die auf den Geschmack gekommen sind und sagen würden, boah, das wollen wir auch, wir wollen uns da bewerben, einfach bei Google nach HFD Peer-to-Peer suchen. Da findet man sofort im ersten Link eure Homepage beim HFD. Und da gibt es auch den Interview-Leitfaden, den man sich durchlesen kann, um zu wissen, wie man eigentlich in den Prozess einsteigen kann. Ich danke dir, Jannika. Toll, dass du dabei warst und allen Zuschauerinnen und Zuschauern viel Spaß beim weiteren Programm. Ja, danke und auch viel Spaß von meiner Seite.